Ghostfacer. Ghostbusters. Ist das wieder ein neuer Ort jetzt? Mhm. Ja. Gut, weil das länger lädt, deswegen. Ja, definitiv. Das lädt bei mir jedes Mal so lange. Running in the 90s. Running in the 90s. Irgendwie passiert hier gerade gar nichts, jo. Einfach mal chillen. Geduld. Verwenden Sie die LKW-Bildschirme, um den Geist leichter zu orten. Kann man Aktivität des Geistes auf der Map vielleicht sehen? Ha, gute Frage. Der Voice-Chat hat übrigens fast eine Sekunde Verzögerung. Ja. Ach, ist das schön. Ich mag den Ladebildschirm, der ist so intuitiv und so. Voll. Vorsicht im Dunkeln. Mir steht, verwenden die LKW-Bildschirme, um den Geist leichter zu orten. Jetzt bin ich allein im Ladebildschirm. Lädt immer noch. Ich werde jetzt einfach die Aufnahmen pausieren, bis ich drin bin. Ah, jetzt ist er da. Da bin ich. Ich habe nur 3 Minuten geladen. So. Helen Davis auf jeden Fall schon mal. EMF wieder. Kruzifix. Zeuge eines Geister-Events. Und alleine sein. Ja, was denn sonst? Wie immer. Gib uns ein Zeichen. Ich will mal gerade wissen. Ah, hier, jetzt kann man durch die Kameras wechseln. Du geile Sau, bitte mach vor. Geh mal. Bäh. Ich sehe deine 15. Augen. 15! 15! Was, Kameras. 15? Kameras. Echt? 15? Ich hab 5 auf der. Oh. Habt ihr schon aufgemacht? Ich hab noch nichts eingesammelt, Mann. Ja, ich hab nur aufgemacht. Wir sind ja noch nicht drin, Tini. Solange wir nicht drin sind, geht die Zeit nicht runter. Also im Truck, Truck haben wir keine Geister. Gut. Jetzt hallo? Hallo. Ich bin nicht so der Fotomensch, das heißt jemand anderes muss es mitnehmen. Ich hab die Videokamera dabei. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich würde meine Kinder hier hinschicken. Ich nehme das Buch mit, weil ich. Weil es ist ja nicht nur so, dass das in der Schule spukt, ich meine der ganze Wald hier rundherum ist einfach tot. Weißt du? Also. Ja. Ich nehme noch Thermometer mit. Nimmt ja sonst keiner. James Charles heißt. Tür ist aufgeschlossen. Vielleicht da. Helen Davis war das, ne? Ja, genau. Okay. Ich wollte den Namen lieber nochmal draußen sagen, ne, bevor wir drin sind. Gib uns ein Zeichen. Alter. Auf links. Da bin ich. Mach mal ein Licht hier an, ne? Kennen wir alle in so einer Highschool, kommst du rein, hängt ein normaler Lichtschalter an der Wand. Ist halt so. Alter. Kevin. Ja? Mach den Gang hier runter, Alter. Ohne Scheiß. Boah, wieso müssen die Charaktere immer so langsam laufen, ey? Ja, die sind viel zu langsam, tatsächlich. Vor allem das Rennen müsste deutlich schneller gehen. So, das sieht ja nett aus hier. Jetzt habe ich den EMF wieder liegen lassen. Ich hab ihn. Oh. Ich hab's Thermometer, aber irgendwie. Ah, jetzt! 16 Grad. Wow, schön warm hier. Gib uns ein Zeichen. Ich bitte gar nicht. Gib uns ein Zeichen. Kevin? Ich geh mal. Ich geh mal eben raus. Meine Lichtschalter dafür. Hinter der Tür, voll sinnvoll. Tür, ja. Gib uns ein Zeichen, bist du da? Gar nichts. Ich geh mal hoch.
Ja, hab ich auch auf einmal nur noch 40 FPS. Gib uns ein Zeichen. Ging's ja richtig gesund, ey. Telefon klingelt oben. Licht ist aus. Hey, ja. Bist du irgendwo reingegangen? Ich bin nirgendwo reingegangen. Also ich wollte gerade einfach nur Licht anmachen und dann ist sofort ausgegangen. Okay, warte mal. Gib uns ein Zeichen. Bist du da? Ich bin im Truck eben kurz. Also hier... Nee. Bist du da? Gib mir ein Zeichen. So. Also Temperatur hier ist normal, 18 Grad. Kuschelig. Gib uns ein Zeichen. Bist du da? Nix erkannt. Kein EMF, gar nichts. Wie soll man denn in der Zeit alleine schon die ganzen Gassenzimmer durchgucken, ey? Also wir haben noch 1:30. Gib uns ein Zeichen. Ich habe jetzt mal alle Kameras durchgecheckt. Ich habe irgendwo was gesehen, also nichts Auffälliges. Bist du da? Bei jedem von uns bei 90%. Na gut, hier passiert ja auch nichts, ne? Oh, ich hab die eine Aula oder sowas gefunden. Nee, so einen Versammlungsraum, einen großen. Bist du denn jetzt hingelaufen? Einfach den Gül runter. Gib uns ein Zeichen. Geisteraktivität ist bei 2. Und nur noch mal als Gedächtnisstütze Helen Davis. Okay. Helen Davis, bist du da? Gib uns ein Zeichen. Bist du da? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Helen Davis, du geile Sau. Tja. Also, da kann man den Geist ja nur aggro machen, ey. Bei so vielen Räumen. Das Problem ist, man weiß nicht, wo du anfangen sollst. Mann. Soll der Scheiß hier? Ich wollte zuerst hier rein. Gib uns ein Zeichen. 90 Grad. Nichts. Ich bin jetzt einmal, glaube ich, fast komplett rum, ey. Helen Davis. Sollen wir denn hier alles schaffen denn jetzt? Helen Davis. Gib uns ein Zeichen. Jo, ich laufe hier gerade durch die Gegend und sag überall ihren Namen. Das ist Tom Schniedel, so kennen wir ihn. Dein Atem, ne? Helen Davis. Gib uns ein Zeichen. Hat jemand an die Lichtschalter geklickert? Was hab ich für ein Auge gehört? Ich denke, was ist das für ein Geräusch? Ich hab eine Toilette gefunden. Geil, erstmal kacken gehen. Ah, oh, ich bin draußen. Gib uns ein Zeichen. Helen Davis, Helen Davis, Helen Davis. Tini, kannst du mir mal sagen, wo der Verteilerkasten ist? Ja, gute Frage. Warte mal, ich bin jetzt wieder reingegangen, deswegen... Unser Zeichen. Bist du da? Helen Davis.
Weil warum kann ich nicht in der linken Hand die Taschenlampe haben und in der rechten das EMF-Gerät oder so, weißt du? Ja, das ist voll dumm. Ich glaube, ich bin beim Haupteingang. Ich gehe mal Richtung Bus, wenn ich jetzt richtig bin. Telefon klingelt. Bei mir. Ich weiß nicht, wo bei mir ist. Ich geh jetzt mal hin zum Bus, dann kann ich dir gleich sagen. Alter, das ist ein richtig kranker Raum. Das ist so ein Chemieraum. Der Raum ist viel, diese ganze Anlage ist viel zu groß, ey. Also hier hat auf jeden Fall das Telefon geklingelt, wo ich bin. Und die Tür ist zu. So, jetzt bin ich schon mal beim Bus. Okay. Jetzt erstmal zu, dass ich hier auch mal wieder wegkomme. Ich laufe hier, glaube ich, die ganze Zeit im Kreis nicht. Ich finde den immer weg. Ich habe den Hinterausgang. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du bist gerade durch den Hinterausgang gegangen, ne? Ja. Ich sehe dich nämlich. Zum Glück habe ich keine Angst oder so, so alleine hier in dem Gebäude. Vor allem, wie kann ich denn die Map von der zweiten Etage sehen? Frage. Ich sehe, glaube ich, nur die erste. Ich komme jetzt gerade die Treppe runter. Dann komme ich zurück in die erste. Dann kannst du mir vielleicht sagen, wo ich bin. Ja, du bist auf jeden Fall bei der Treppe gerade. Ich sehe dich. Da, wo du bist, ist jetzt eine Kamera. Der Verteilerkasten ist unter der Treppe. Wo ich gerade bin? Ja, da in der Nähe. Warte mal. Ich guck mal. Ich habe ihn gefunden. Ah, super. Perfekt. Wo müsste wieder gehen? Gib uns ein Zeichen. Ja, geht wieder. Okay, also ich habe kein EMF, ich habe keine Geisterbox, nichts. Wir haben auch gar keinen Ausschlag, nix im Moment. Lynn Davis? Helen Davis. Helen Davis, bist du da? Bei mir ist gerade Licht ausgegangen. In dem Raum. Wie ist die Aktivität? Ich guck mal, ist wieder aus. Ich bin gerade in der Nähe, ich geh nochmal rüber. Ich guck nochmal die Kameras durch, ich bin erst bei der 4. Ich glaube, bei mir ist die irgendwo hier in einem der Räume, weil hier, wo ich gerade das Licht angemacht habe, ich bin da lang gelaufen. Da ist so ein Fenster, wo man durchgucken kann und dann ist das Licht ausgegangen. Okay. Ich mach jetzt erstmal den Stromkasten nochmal, dann kannst du dir erstmal Licht machen. Strom ist wieder da. Ja, perfekt. Okay, also die achte Überwachungskamera in der ersten Etage hat gerade geflackert auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Weiß nicht, wo die ist. Das Telefon klingelt. Bei mir, wieder. Hey, ich komme gleich zu dir, ich mach mal einmal Licht an. Wir sind im Licht nämlich auch ein bisschen geschützt, habe ich gelesen. Hier ist eine Überwachungskamera, siehst du mich? Ich höre dich nicht, ne? Oh, ich bleib mal stehen, ich geh die gerade mal durch. Ich such dich gerade. Ist halt gerade meine Waffe. Ich seh dich gar nicht, also ich bin jetzt einmal durch. Leute, hier ist direkt eine Kamera über mir, die guckt auch in meine Richtung. Oh, Kevin, ich seh dich. Oh, ich glaube, jetzt habe ich dich gesehen, glaube ich. Ich hab gerade bei einer Kamera links was gesehen. Komm zu dir, Tom! Guck dir mal die Lampe an. Hier hat Licht geflackert bei einer Kamera. Direkt. Ich sehe auch eine Taschenlampe leuchten. Habt ihr gerade Licht angemacht? Ja. Wir wollen jetzt hier die Scheiße aus dem Geist rausprügeln. Hier ist kein Lichtschalter. Gib uns ein Zeichen.
Ah, ihr seid in einem ganz großen Raum, ne? Bist du da? Ja, sind wir. Ist gar nichts. Der Ausschlag ist auch auf Null, also. Das ist die Cafeteria. Ja. Aber hier gibt's nichts zu essen, Sauerei. Helen Davis! Ist auch schade, da drin gibt's keine Kamera. Vielleicht willst du auch gar nicht sehen, was hier passiert. Bin wieder raus. Ihr seid beide jeweils auf der anderen Seite raus. Ja, warte, ich komme wieder zurück. Ich hab hier Kevin. Ich bin unterwegs, ich komme wieder aus. Warte, ich komme auch durch die Tür, durch die du gerade rausgegangen bist. Moment, warte kurz. Ja. Soll ich mal wieder reinkommen oder? Weil ich weiß ja nicht. Jetzt gerade ist es ja so ein Problem. Wir finden ja nicht mal den Raum, wo der Geist ist. Ich hab hier das. Also ich hab hier das Licht angemacht und hier ist auch das Licht dann direkt wieder ausgegangen. Bist du da? Helen Davis. Gib mir ein Zeichen. Bist du da? Wir wollen dir helfen. Ein vergewaltiger Rügen. In dem Raum, wo ihr seid, gibt's auch nur einen kleinen Nebenraum, sag ich mal. Oder was weiß ich. Ja. Ja, sehe ich gerade. So was wie eine Kammer oder so, die ist, wenn ich jetzt gucke, wenn ihr jetzt zur Eingangstür von dem Raum seid, rechts. Sind wir drin? Ich glaube, wir sind drin. Nein, ihr seid in dem anderen Raum. Noch ein anderer? Oh. Ja, das ist so ein Mini-Raum. Der ist aber, wenn wir reinkommen, links. Ab die Tür. Ist da vielleicht irgendwas da? Gar nichts. Helen Davis. Helene Fischer. Jetzt kommt hier und schreddert dich direkt dafür. Ich wollte gerade sagen, jetzt geht Tür auf, Alter, Geist kommt rein, ich bin tot. Wie sieht's denn mit unserer Sanity aus? Da gehen wir doch nicht. Helen Davis, 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 Helen Davis. Ja, keine Ahnung, vorhin hat das auch geholfen, wenn wir den Namen tausend Male gesagt haben. Ich hab gar keine Idee. Es ist also einfach sehr, sehr ruhig, ne? Also tut sich halt auch gar nichts, ne? Helen Davis, Helen Davis. Wahrscheinlich ist hier auch gar nichts, sie haben uns hier umsonst hingeschickt, verarschen uns nur. Helen Davis, Helen Davis. Und auf den Kameras sehe ich auch nichts. Helen Davis. Kleine Sau. Helen Davis. Helen Davis, Helen Davis. Helen Davis. Unspektakulär gerade. War spannend. Nee, war voll toll. War einer schon in der Turnhalle? Nee. Ich glaub nicht. Komm, Tom. Turnhalle. Attacke. Jetzt bin ich die große geradeaus durch. Weißt du, in dem größten Raum waren wir noch nicht. Das ist Quatsch. Ehrlich, geht ja hier nicht. Weiter. Also wenn es der größte Raum ist, dann ist es auf jeden Fall vom Eingang direkt geradeaus, ja. Ja, genau. Ich hab da nur einmal reingeguckt, aber ich bin nicht reingegangen. Helen Davis. Gib uns ein Zeichen. Ich sehe euch auch. Ich hab zufälligerweise gerade die Kamera davon an. Bist du da? Bist du hier? Hast du Lust auf Hotwurst? Möchtest du einen Hotdog essen? Bekommen. Kannst auch zwei. Kevin, bei mir. Ja. Hier läuft irgendwo was. Hier. Ja, hab sie, Foto, neben dir, Walli.
tot. Echt? Oder ist sie? Ich sehe sie auf der Kamera. Die hatte ich mit dem Kopf gesteckt. Der Dingens ist wieder runtergegangen, ich weiß nicht. Die Kameras haben alleine gewechselt, was soll der Scheiß? So, jetzt habe ich wieder auf die Alarm gesteckt. Der Wert geht wieder hoch, der Wert geht wieder hoch. Fuck, wo bin ich? Hilf mir mal, geh mal auf die Karte. Okay, du bist im Flur. Den Gang hoch, dann rechts. Und wenn du gleich, ja, komm, da lang kommst, dann wieder rechts und dann links, wenn du raus willst. Ja, ich will raus. Ich hab Bock mehr. Wir haben Tom verloren. Er hat geschrieben, er hat zwei Fotos. Ich weiß, ich hab die Fotos gesehen. Ich hab die Kamera mitgenommen. Das Problem ist, dass wir trotzdem noch keine Hinweise haben. Nehmen wir die $10 fürs Foto und gehen nach Hause. Vielleicht ist er ja wirklich da drin. Ich kann ja gleich nochmal mit dem Thermometer reingehen. Ich hab das nämlich bei mir. Ich warte aber jetzt erstmal auf dich. Boah! Freiheit! Mein geistiger Zustand müsste auf Null sein, meinen Kumpel sterben sehen. 21%, 2019, ja. Hier, guck, ich hab ein Bild von Tom noch gemacht. Ja. Okay, wir haben keinen einzigen. Aber EMF hat nicht ausgeschlagen, obwohl ich direkt daneben stand. Okay, ich gehe jetzt mal kurz raus mit dem Thermometer. Ist halt total doof, dass man immer für die ganzen Sachen immer nur eine Hand frei hat. So, dann schauen wir. Du machst das schon. Lass mich raten, der Strom ist nicht an? Genau. Du kannst aber noch mal rausgehen, zurückgehen, wenn du willst, und rechts den Gang langlaufen. Das ist nicht weit. Beobachte dich auf der Kamera. Genau, da ist Tom gestorben und ich bin da. Kannst du eh liegen lassen, ist egal. Davon habe ich ein Bild gemacht. Das habe ich so in der letzten Sekunde beim Wegdrehen noch ein Bild von gemacht. Komm mal nach.
geh mal los und mach mal den Strom an. Sie schreibt halt auch nichts rein ins Buch, ne? Hat's keinen Bock drauf. Mochte Poesiealben noch nie. Sprich mit uns. Sprich mit uns. Nö. Hat keinen Bock. Ey, Uschi, einer da? Cool aus. Das Telefon ist schon wieder. Ist ja gut. Ich komm ja gleich. Das ist aber schön. So. Jetzt kann man ja mal wieder aufstehen. Es tut sich halt auch gar nichts, ne? Muss mal ganz kurz gucken, ob der Geist Tom angetatscht hat. Es klang, als kommt's von hier, aber sie hat ja schon mehr. Hast du das gesehen? Der Kammer rechts hier. Hello there. Bist du da? Keine Fingerabdrücke. EMF ist auch ruhig. Wo ist denn das Reacher-Board? Hast du das genommen? Du stehst direkt davor. Oh. Entschuldigung. Das ist halt meine Frau. Bist du da? Bist du bekloppt? S. C. Es hat wahrscheinlich was. S. C. Science? S. C. Ja, Science. EMF schlägt aus auf 2. Science Lab. Science Lab, hat sie gesagt. Boah, aber die ist ja schon so aggro, wie sollen wir das denn jetzt noch machen? Ernsthaft? Das erstens, ich weiß nicht, vielleicht gehen wir nochmal ganz schnell zurück. Das wäre vielleicht ganz gut. Und dann gucken wir erstmal, wo das Science Lab ist. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Das Licht im Haupthall ist ausgegangen. Text war. Tom hat sich den Text noch ganz angeguckt. Die Tür ist abgeschlossen. Oh, scheiße. Komm schon, Mädel, lass uns raus. Wir wollen doch nur kurz... Mach wieder auf. Geh mal zum Generator. Ach, Generator, zum Sicherungskasten. Direkt neben der Tür ist ein Lichtschalter. Ja. Den kannst du gleich sofort anklipsen, wenn ich dir sage. Jetzt. Jetzt. Ach, hab angemacht. Tür ist auch wieder auf. Gut, ich komm zurück. Ja, ich war kurz hier. Boah, ich lauf so schnell. Ich laufe um mein Leben. Ich habe so viel Angst, dass ich in einer Licht ist wieder ganz aus. Oh, du musst raus.
mein Strom ist auch, also der Strom ist auch ausgegangen, oder? Die macht denn hier ziemlich viel aus. Ja, wobei 3%, 2%, aber das, ne. Okay, Science Room. Boah, du bist aber auch ganz schön runter. Ja, geht aber noch, im Gegensatz zu deinem. Ist halt die Frage, welches ist denn der Science Classroom? Wir waren ja vorhin in einigen Räumen. Aber in Science waren wir, glaube ich, nicht. Ist das vielleicht der direkt neben der, wie heißt es, der großen Halle da ist, der Sporthalle? Der, wo auch der kleine Raum da ist. Warte mal. Das sind jetzt, sind halt zwei Räume so direkt dran, sag ich mal. Oder, ja. Das Problem, was wir jetzt halt auch haben, ist ganz ehrlich, dass dieser Geist mittlerweile echt aggro ist. Ja. Wir haben halt noch überhaupt keinen Hinweis, welchen WH. Nee. EMF war nicht stark genug, um also nicht auf 5, war nur auf 2 oder 3. Tom schreibt, er pokert auf Spirit just for fun. Ja, ich bin mir da sogar ziemlich sicher. Ich guck mir mal gerade an. Du hast hier, der Tom hat hier 3 Bilder gemacht. Auf 2 ist der Geist zu sehen. Und da, wo der Geist wirklich drauf zu sehen ist, da zählt's nicht. Geisterbox, Fingerabdrücke, Geisterbuch. Ich hab halt echt keinen blassen. Also entweder wir raten jetzt... Oder wir suchen nochmal nach dem Raum. Es macht keinen Sinn mehr zu suchen. Ja. Lass uns mal raten. Also ich habe irgendwie das Gefühl, mit dem Telefon und so, das war zuletzt ein Gin. Deswegen nehme ich jetzt wieder ein Gin. Das stimmt. Und wir nehmen einfach alle was anderes. Ja. Warte mal, ich lese mir, ich guck mir nochmal kurz die Sachen durch. Ich nehme jetzt einen Odi. So. Okay. Und Spirit. Ich hasse mein Leben. Ich habe noch auf Poltergeist geswitcht, weil ihr gesagt habt, dass das Telefon ja so oft geklingelt hat. Und in dem Text steht einfach, dass die ja Sachen manipulieren können. Ich nehme einfach Poltergeist und es ist das, was ich zuerst gesagt habe. Ich habe das sogar gesagt, bevor wir die Schule betreten haben. Ja, ich weiß. Das Traurige ist, wir haben jetzt nichts rausgefunden, aber mehr verdient als in manchen anderen Missionen. Ja, wir haben eine Aufgabe haben wir geschafft. Boah, die war aber auch, es ist dann mal ein Riesending. Also da musste mindestens, glaube ich, 4 Leute sein. Und dann mit irgendwie mit 2 Zweier-Teams losziehen. Ja, also bei den Leveln müssen wir auf jeden Fall mehr Leute sein. Warum bin ich denn jetzt oben? Es wechselt zwischendurch. Wollen wir noch eine Runde machen oder wollen wir erstmal aufhören dann? Ich glaube, es reicht erstmal. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich brauche da erstmal eine Pause. Ich muss außerdem noch Essen kochen, also. Genau, da wollte ich nämlich gerade sagen, dann würde ich jetzt erstmal was essen und ein bisschen runterkommen. Ich würde dir dann einfach gleich bei Discord schreiben, Tini, wenn ich dann wieder da bin. Jo, alles klar. Alles klar, war auf jeden Fall mega lustig. Kann man auf jeden Fall nochmal machen. Vielleicht haben wir auch nächstes Mal mehr Glück und finden mehr Geister raus. Ja, vielleicht müssen wir uns einfach mit der Mechanik auch noch ein bisschen besser... ja, eben. Also ich finde, wir sollten auf jeden Fall, bevor wir jetzt uns dann nochmal an diese große Map, allgemein an diese großen Maps rantrauen, sollten wir erstmal gucken, dass wir halt auch so eine Winrate von wenigstens, ich sag mal, 75% haben auf dem Farmhaus und dem anderen, ne? Ja, ich glaube auch, dass wir die auf jeden Fall erstmal drauf haben und verstehen, wie die Gameplay-Mechanik funktioniert. Ja. Ich meine, war ja schon auf jeden Fall ganz lustig. Also ich muss sagen, selber zu spielen ist auf jeden Fall nochmal ein ganz anderes Feeling, als sich das anzugucken. Du denkst ja eigentlich so, wenn du zuguckst, so, ja, stell dir mal nichts so an, ne? Aber wenn du so selber da rumläufst, ist es schon ein bisschen anders.
vor allem, wenn du dann in dem Raum bist und auf einmal die Geräusche alle anfangen, so, das ist das, was mich so fertig gemacht hat. Die Geräusche waren schlimmer als das, was du siehst. Ja. Also, die arbeiten richtig gut mit Atmosphäre, also beziehungsweise der. Ich habe gerade gelesen, dass es wohl nur ein einziger Entwickler, der an dem Spiel hier arbeitet. Ja, gut, also die optische Seite, die kenne ich halt aus allen sämtlichen Indie-Games. Ne? Ja, aber das ist aber, okay. Ich wollte gerade sagen. Also, wie du ja schon vorhin gesagt hast, so, das hat voll die House-Flipper-Vibes, das Spiel, aber aufs Übelste. Ja. Das okay. Einzige, was mir halt noch fehlt, ist dieser Moment, wo du bei jemandem das Haus renovieren musst, dessen Frau gestorben ist und du dann erstmal schön ein Bild in das Haus hängst, wo drauf steht, lol, your wife died. Ich weiß nicht, ob du das Meme kennst von dem Typen, der House-Flipper gespielt hat. Ich hab mich schon mal gesehen. Hat sich einfach so ein Meme-Bild rausgesucht, wo da drauf steht so, lol, your wife died, und dann geht der Typ so durch den Flur und dann direkt am Ende des Flurs hängt dieses fette Bild, wo da steht. Ich finde das sehr interessant. So, die Highschool ist der Anfängerlevel tatsächlich, und das finde ich doch ein bisschen merkwürdig. Aber ich finde, dass wir doch hier schon ganz coole Fotos gemacht haben. Halt. Ja, also das hier, wo der Tom da sich ja im Kopf in die Wand steckt, aber immer mit dem Kopf durch die Wand. Naja, gut. Ich stopp dann jetzt hier die Aufnahme, meine Lieben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Chill mit dir, macht's gut. Bleib gesund und lass dich nicht von Geistern fressen. Bis dann.